So, Recording in Progress. Kurz nach der Sommerpause als ersten Gast hier heute Bernhard Pewirth. Bernhard, ich grüße dich. Ich grüße dich auch, Michael. Sommerpause ist ja vorüber. Wir sind über die Brücke der Sommerpause gegangen, wieder hinüber in die Welt, in die äußere Welt. Wenn man von der Sommerpause sprechen kann, weil wir waren es jetzt gerade mal, ja, wenn ich mich hochrechne, waren es vielleicht 10 Tage. Genau. Nennen wir es Sommerpause. Ja, genau. Jo, es tut sich einiges bei uns, auch gerade über den Verein, extrem viel Arbeit aufgelaufen, möchte ich mal was sagen, was wir noch abarbeiten müssen. Ja. Einiges ändern, ja, einen weiteren Kursbereich dazu bekommen, kommt noch ein Kursbereich dazu jetzt hier im September, dann steht unsere Evolution an im November. Du bist auch wieder mit Ja, vor genau. Ort, ja, und ja, ein Termin jagt den nächsten. Dazu da draußen die gerade aktuellen Entwicklungen, ja, wo man dann von einer krassen Nachricht in die nächste kommt, ja, Queen und so weiter, ja, und Habeck und was da alles war. Aber das soll nicht unser Thema sein. Wir lassen uns davon ja seltenst beeindrucken. Genau. Bitte Und nochmal, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, denke ich auch für die hineinhören und hineindenken in unser Gespräch oder hineinsehen. Wir haben es ja mit drei Ebenen zu tun. Die eine Ebene ist Politik, Geo, Finanzsystem. Und dort gehen viele mit ihrem Denken hinein. Die Stufe darüber ist dann, ich bin für Trump oder bin gegen Trump. ne. Und wir haben ja noch eine Ebene in uns, und das ist gefährliches Wort jetzt wieder, diese spirituelle Ebene. Nämlich von der die Außenwelt, aus der Knechtschaft der Außenwelt zu kommen. Ja. Das ist was, das spielt sich eigentlich nur im Innern ab. Ja? Weil, wie gesagt, also ich stelle das jetzt auch immer wieder fest, ja, wenn du draußen unterwegs bist, dich mit anderen Menschen unterhältst, dass viele dann doch aufgrund der Rücknahme von Maßnahmen und allen möglichen und alles wieder noch einigermaßen so den Anschein hat, als ob was normal läuft, dann meinen, der ganze Tanz geht jetzt so weiter wie vorher und dann fällt man diese Gewohnheitsmuster wieder zurück, ja, und denkt, naja, ich gehe arbeiten, ich verdiene Geld und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, die Anzeichen da draußen mehren sich, dass eine Veränderung ansteht. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das nicht mit einem Schlag über Nacht passiert, sondern dass das langsam vonstatten geht und auch Finanzcrash und so weiter, dass da nichts davon in irgendeiner Form zu befürchten ist, sondern dass sich einfach neue Kanäle auftun werden und dann werden bestimmte Dinge mit Energie versorgt und bestimmte Dinge einfach nicht mehr. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt angekommen, dass viele einfach noch glauben, Rettung von außen, Rettung über ja, dieses katholische Prinzip, ja, dass man immer wieder sagt, der Messias kommt wieder oder die Erlösung wird in irgendeiner Form durch irgendeinen Menschen da draußen vollbracht. Ja, und da hat man, wenn man bestimmte Werke sich, sage ich mal, zu Gemüte führt, dann doch plötzlich andere Ideen oder andere Gedanken. Und aus meiner Sicht, ja, es lohnenswert, mal einfach darüber zu sprechen. Ja, erstmal Michael, bitte nochmal zum Wort Gewohnheit, das in uns wohnt, unsere Eigenschaft Gewohnheit. Einmal ist es ja auch sehr nützlich, dass ein Kind weiß, so mit der Zeit hat es sich daran gewöhnt, Eingewöhnung auch im Kindergarten und. Auf der einen Seite nur, die andere Seite der Eigenschaft ist, dass der Mensch es dann behalten möchte. Und da müssen wir jetzt in dieser Phase, hier darf ich wieder das Wort müssen benutzen, hineindenken, dass wir da irgendwie durch müssen. Ja, ich Ja. sage ja, das Thema Loslassen ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Ja, und auch dann, wenn du es losgelassen hast, dass du nicht wieder drauf reinfällst, so in der Art. Ja, dass man sich einfach vielleicht mal an das Ungewohnte gewöhnt. Ne? Ja, genau. Wo hier bitte das Wort loslassen seit der C-Zeit jetzt eine andere Bedeutung. Früher wurde das als Wort sehr salopp benutzt im Sinne, na dann lass es los. Jetzt bekommt dieses Wort loslösen, loslassen eine ganz andere Tragweite, eine ganz andere Gewichtung, ein ganz anderes Hineindenken, weil es ja Grundgewohnheiten uns weggenommen werden. Und zwar nicht freiwillig, sondern unfreiwillig für die Masse der Menschen. Die Masse ist das so.
Ich habe gerade jetzt in den 4 Tagen, ich war im Ausland, in Frankreich, und habe einer Gruppe deutsche Touristen lauschen dürfen, die sich da einfach auch über den aktuellen Status da unterhalten haben. Und es ist dermaßen krass, also wenn du das so siehst, ich meine, gut, ich halte mich jetzt einfach mal bewusst zurück. Man weiß nicht, momentan ehrlich gesagt auch nicht so richtig, mit wem man über was noch da draußen sprechen kann, ja, weil du nicht mehr so abschätzen kannst, wie der Mensch zu der aktuellen Lage aktuell steht. Ja, Ja. das Thema Impfen, Thema ja, Energie, was gerade läuft, Klimawandel und was alles da draußen am Laufen ist. Ob es da ein kritischer Betrachter ist oder nicht, oder jemand da draußen in der Gruppe auch nur hinter einer Maske steht und das etwas anderes denkt als das, was er sagt, das kannst du momentan auch nicht abschätzen. Aber so im Gro, was ich da gesehen habe, hat mich ehrlich gesagt erschreckt. Also nach all dem, was wir in den letzten Monaten, Wochen mitgekriegt haben, gerade wie es die Qualitätsmedien da draußen zerlegt hat, ja, auf gut Deutsch, dass es da immer noch Leute gibt, die sagen, ich höre mir die Nachrichten an, weil das ist alles irgendwie eine Wahrheit, die da erzählt wird, dann das kann ich beim besten Willen nicht mehr nachvollziehen. Also Michael, das hat bei mir auch gedauert, bis ich das für mich mental verstanden habe. Bis ich Seinsebenen mir in mir erschaffen habe, dass es Menschen geben wird, die in diese normalen, wie du es jetzt beschreibst, normalen Sein sich bewegen, aufhalten, denken und darüber sprechen. Und die haben wir. Und wenn wir hier Größenordnung in Deutschland nehmen, dann bitte ist Größenordnung keine Genauigkeit, dann haben wir in Deutschland 72 Millionen Menschen, die in diesem Seinszustand sich bewegen. glaubst du wirklich, dass das 90% sind? Ich habe gesagt, nicht Genauigkeit, Größenordnung, das ist und jetzt ist die Frage, schließe ich mich dem an, ärgert es mich noch oder habe ich eine Eigenschaft in mir, die weiß, sowas gibt es? Und gehe in meine eigene Seinsebene hinein. Die nächste Seinsebene wäre dann eben die Polarisierung dieses Ganzen. Das bin ich dafür, bin ich dagegen. Auch diese Ebene gilt es ja irgendwann mal zu überschreiten und in die Seinsebene zu kommen, die Außenwelt geschehen zu lassen, soweit es machbar ist, und in meine innere Verbindung gehen. Nur die Herausforderung haben wir auch hier bitte, dass viele als Gewohnheit bekommen haben, der Erlöser ist außen zu finden. Ja, da hat die Kirche ihren Anteil dran, sicher einen sehr großen Anteil, ja, weil du musst nur mal durch Bayern fahren oder ja, an jeder Ecke hängt die Leiche. Und das ist auch bei mir im Kurs oft ein Thema, dass man darüber hängt und dass man das dermaßen verherrlicht. Ja. Also das ist etwas, wo ich dann gar nicht mehr mitgehe, ja, dass du wirklich in keinerlei Kirche reingehen kannst, ohne dass dieser Typ da rumhängt. Ja, ja, also das hat ja ein Stück weit auch eine Wirkung, ja, dass dieser Alles gut. Es ist ja auch, ein Kreuz soll ja auch den Menschen klein machen. Dieses Kreuz. Es gibt noch ein anderes Kreuz, das würde den Menschen aus dem Unterbewusstsein her, nämlich ein gleichschenkliches Kreuz, macht groß und diese Art des Kreuzes macht den Menschen, wenn er es ansieht, klein. Wenn wir in die Symbolik hineingehen. Wo wir ja auch, wenn wir ohne Wertung jetzt kürzen, es gibt ja den leidenden Jesus am Kreuz und den triumphierenden Jesus am Kreuz. Nur hier haben wir die Herausforderung, dass 2000 Jahre uns verkauft worden ist, und es ist schon ein langer Zeitraum oder sind es weniger, dann wir sollen auf den Erlöser warten. Das bedeutet, warte, setz dich hin, setz dich auf deinen Stuhl, warte, bis er endlich kommt. Damit hat der Mensch ein reaktives Muster, nämlich das Muster warten. Es ist kein aktives, ein reaktives, das ist absolut Genau. recht. Und dieses Reaktive sorgt dann auch dafür, dass du dich ja, gar nicht mehr mit dir selbst beschäftigst, weil du denkst, die Macht ist irgendwie im Außen und das kommt in Genau. irgendeiner Form von außen, eine Kraft, die dir irgendwann ja, die Erlösung, was auch immer das bedeuten soll, dann überbringen wird, ja, in der Form. Die Knechtschaft befreien, keine Ahnung, wie man sich das vorstellt. Ob da einer vom Himmel fährt und auf irgendeiner Wolke und dann sanft auf dem Erdboden landet und sagt, so, jetzt ist gut, wir machen das alles anders, oder wie darf ich mir das vorstellen? Ja, also
Ich habe da mal ein paar Leute auch gefragt, Ja. wie stellst du dir denn die Erlösung vor? Ja, du wirst von deinen Sünden befreit und so weiter, aber das ist doch schon so. Ja, Das gut. ist doch alles schon erledigt. Ja, machen wir ja am Mittwoch im Infoabend weiter, Bibel-Infoabend. Bitte, das ist es nicht alleine mit dem Kirchlichen. Uns wurde ja suggeriert, wenn jemand schreit, muss jemand da sein, muss schon der Rettungswagen bereitstehen, muss schon das Krankenhaus bereitstehen. Und so sind wir konditioniert. Und wenn es brennt, muss die Feuerwehr bereitstehen. Ja, wo bleibt sie denn? Genau, und wenn ich Kopfweh-Männlein habe, dann muss doch eine Apotheke da sein, die mir diese Tablette zur Verfügung stellt. Wenn ich Hunger habe, brauche ich McDonald's. Genau. Und so, bitte, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen und diesen Geschmack mal aufnehmen, was da mit uns gemacht worden ist. Ja, Alles eine Wegnahme, dass der Mensch nicht um sich selber kümmert, sondern wir haben die Lösung. ganz genau. Und dasselbe Prinzip kopiert die Regierung. Genau. Das ist dasselbe Prinzip. Ja, weil wenn du dann sagst, das ist ja auch das, was wir oft sagen, die da oben, ja, das ist ja das, was wir so sprachlich dann auch ausdrücken, oder ja, dass du jemanden wählst, der dich vertritt, ja, in der Art, wo du sagst, das ist jetzt mein Erlöser im Prinzip, ja, so in der Art der Abgeordnete Dingenskirchens, der dann für mich da meine Interessen vertritt, ja, in irgendeiner Form. Das ist alles Quatsch. Das ist alles Quatsch. Und ich Es war auch geschickt, eingestreutes Gift, ein Problem herzustellen und die Politik sagt, wir lösen es für So dich. sieht es aus. Ja. Ja, das Wenn war du mal, geschickt. wenn man, wenn man mal wirklich zurückdenkt, ja, jetzt so seit ich mitgeschnitten habe, dass ich in irgendeinem Staat bin, wo es eine Regierung gibt, keine Regierung hat irgendetwas gelöst. Ja, genau. Jede Regierung hat irgendwas schlimmer gemacht und hat nachher dann eine Lösung an die nächste Regierung weitergegeben, in irgendeiner Form, die dann gesagt haben, wir müssen es wieder besser machen wie die davor. Ja. Und heute brauchst du dich nur hinstellen und sagen, ich kann mich nicht erinnern. Ja, so. Und jetzt sind wir, wenn wir auch jetzt in das dritte Weltbild gehen, es gibt ja vier Weltbilder. Das erste Weltbild ist ja das rationale Denken, das logische Denken, wissenschaftliche Denken. Das zweite Weltbild ist die Welt der Symbolik, wo wir im Bibelkurs ja das auch herauslösen, was die einzelnen Begriffe bedeuten. Das dritte ist ja dann der ganze, was uns umgibt, aber nicht sichtbar ist. Ich möchte jetzt das Wort Spiritualität nicht benutzen, weil es sehr verbraucht ist. Und das vierte Weltbild ist ja die 1-4-Verbindung. Ja, so. Und wenn wir dort hineindenken, dann müssen wir da auch wieder sehr vorsichtig sein, weil die Gehirne der Menschen konditioniert worden sind nach diesem Rationalen, nach diesem Wissenschaftlichen, nach, ob wir jetzt in die Medizin hineindenken. Ob wir hineindenken in die Bibel, die sind alle konditioniert worden, das so zu lesen und aufzunehmen in einem rationalen und einem zeitlichen Denken. Deswegen haben die ja auch sagen können, die großen Erlöser, wir haben es noch nicht geschafft, gebt uns noch ein bisschen Zeit, wir schaffen es, wir bringen die Krankheiten weg, wir Ja. bringen die Schulden weg, wir bringen das und jenes weg. Ich habe vor ein paar Wochen mal einen Infoabend gemacht, da habe ich über die zwei Begriffe das referiert. Das war einmal das Schätzen und einmal das Messen. Und was wirklich interessant ist, wenn du schaust, also wo die Schätzung ist und wo ist die Messung. Ja? Die Messung wirst du immer im rationalen Bereich feststellen. Und das ist ja auch das, was wir dann ständig tun, dass wir irgendwas bemessen, abmessen, einmessen, ja, oder ja, durchmessen, keine Ahnung. Und dann anhand dieser Messung irgendwie uns sagen, da draußen ist irgendetwas in irgendeiner Form genormt. Und krassen Gegensatz dazu steht die Schätzung, ja, der Schatz, ja, sehr Genau, spannend. kommt ja vom Wortschatz, Schatz. Genau, Schatz, genau. Und Schätzung ist etwas, das tust du aus der Intuition raus. Das ist etwas, was du nicht mit deinem Verstand erfassen kannst, sondern du kannst aufgrund der Wahrnehmung, die du hast, über die Schätzung dann sagen, das wird jetzt ungefähr so, das wird ungefähr so oder ungefähr so. Und du kannst möglichst genau schätzen, das kannst du machen. Ja, oder du gehst einfach in eine völlig allgemeine Haltung hinein und sagst, die Schätzung, die du hast, ist eben so und so. Und wir schätzen ja auch immer wieder was ab. Deswegen ist auch die Wertschätzung, ja, die du einem anderen Menschen gegenüberbringst, nie eine Messgrundlage. Das kannst du nie in irgendetwas bemessen. Aber genau das ist das, was man uns 50, 100 Jahre lang in den Kopf getrichtert hat, dass du gucken musst, ob jemand anständige Schuhe anhat, eine geile Armbanduhr anhat oder einen guten Anzug trägt. Und dann kannst du an dem bemessen, ob der Mann oder der Mensch da einen Wert hat.
Also ich war mal in einem Staat im Ausland und dann saßen die einfach im Park auf einer Parkbank. Die saßen einfach. Der Deutsche wäre jetzt gekommen und hätte gefragt, warum sitzen du dort? Erklärung suchen, ja, wieder messen. Ja, so, dann muss der antworten, ja, weil ich Mittagspause habe oder weil ich müde bin. Wenn der gesagt hätte, ich sitze einfach, dann wäre die Ratio, dieses Messen, dieses Bemessen. Nicht möglich. Genau. Ja. Da Genau. kommt dann so eine Leere, ja? Oder dann denkst du, hä? Und dann kannst und da merke ich dann oft, dass viele gar nichts dann mit dem anderen anfangen können, weil es überhaupt nicht in diesem, also in ihrem Weltbild überhaupt nicht drin vorkommt, dass sie sagen können, ja, ich nehme das so an, ja, in irgendeiner Form, ja, und sag, gut, wenn der da sagt, er sitzt da einfach, gut, dann setze ich mich vielleicht sogar dazu, ja, in Genau, der Art, aber habe nein. ich auch gemacht, habe ich auch gemacht. Nur bitte, es war ja alles willentlich so eingestreut, dass unser Denken so sein soll. Von der Schule begonnen, welchen Nutzen bringt es, auch die Rechenformen waren nur auf Nutzen ausgelegt, auf Größenordnung und Nutzen ausgelegt. So, wenn wir hineintauchen würden, in Einweihungswege, dort darf ich keine Messung machen und auch nichts erwarten, weil sonst kommt es nicht. Weil der Schatz, um in unserem Sprachgebrauch zu bleiben, der hat keine Messgröße. Er kommt. Punkt. Ja, und wann kommt er jetzt? Jetzt muss er doch bald kommen. Und wenn wir in das Meditationslager hineingehen, wie weit bist du schon mit dem Meditieren? Ja, ich bin schon ganz weit. Wieder messen. Ja. Ja, und so wurde alles in den vergangenen Zeiten aufgebaut, immer mit dem Ziel, dass wir Messgröße haben, weil dann können sie uns leichter manipulieren. Ja, das Schau, ist, so weit sind wir schon. wir haben ja eine Neigung dazu, das ist ja auch okay, ja, um Gottes Willen. Also wenn du das hat alles schon seinen Sinn und auch seine Berechtigung, ich möchte es ganz klar sagen. Also wenn du eine Normung durchführst, ja, und das haben wir schon oft gesagt, wenn ich wirklich froh bin, dass die Steckdosen in Hamburg genauso aussehen wie hier unten im Süden, ja, dann, dass du dein Handy da laden kannst, wo du logischerweise auch wieder Sachen bedienst, die eigentlich nichts in der Natur zu suchen haben. Aber das hat schon alles seine Berechtigung auf gewissen Dingen, ja, oder dass man Raumgrößen normiert, dass man sagt, okay, es ist ein Quadratmeter in irgendeinem Fall, was auch nur eine Messung ist, ja, weil wenn du das genau überlegst, da liegt im Louvre ein Stück Holz rum, wo man gesagt hat, das ist ein Meter, aber irgendjemand, weißt du, das ist der Natur da draußen ja scheißegal und dem Holzstab erst recht, ja, ob er nun einen Meter darstellt oder nicht, ja, ist einfach eine willkürliche Festlegung, wo man gesagt hat, das ist ein Maß, mit diesem Maß kann ich bestimmte Einteilungen durchführen. Und dann auf Grundlage dieser Messung bestimmte Dinge entwerfen und auch bauen. Das macht alles schon ein Stück weit Sinn. Nur der wahre Grund, der da drin liegt, ist, dass man einfach die Wertigkeiten verdreht. Ja? Dass man sagt, das ist das Wichtige, um was es geht, und nicht das, was du intuitiv vielleicht glaubst. Ja? Ja, Michael, mir geht es darum, nicht zu favorisieren, sondern erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen. Ja. Die Bestandsaufnahme, dass es ein erstes Weltbild gibt. Dort ist Kausalität zu Hause, dort ist Messen. Wenn wir übrigens unseren Weinrieb nehmen würden, der würde sagen, alles vier. Genau. So, dann haben wir, ist es gut, schlecht? Wir stellen das mal, schieben das bitte zur Seite. Und fragen, gibt es denn daneben noch andere Denkbilder, Weltbilder, wie es ich nenne? Dann müssen wir sagen, ja, es gibt die Welt der Symbolik, wo es nur um die Symbolik geht und nicht mehr ums Messen. Messen wäre wieder, ist die Symbolik schön, ist sie weniger schön, ist sie schlecht. Ist sie gut, schlecht, ja, was auch immer. Genau. Was? Kabbalistik? Du bist einer der Kabale. Bist du Ja, schon genau. wieder, ja. Und das ist dann das Hauen und Stechen, was du momentan da draußen in Genau. Telegram-Gruppen siehst, wo der eine über den anderen herfällt, weil er meint, ja, er hat das richtige Messergebnis. Ja, die sind in der Verzweiflung, lassen wir sie da drin. So, dann haben wir das dritte Weltbild, das dann die Frage stellt, gibt es unsichtbare Welten für die fünf Sinne unsichtbare? Die erste unsichtbare Welt ist schon, dass irgendwas unsere Körperfunktion zusammenhält, was wir nicht messen können. Ja, und dann haben wir das vierte Weltbild.
hier auch keine Wertung. Da können die ersten Weltbilder meistens nicht mehr mitgehen, weil sie sagen, was die spinnen doch. Das kann man nicht messen, wird man nie messen können. Es ist ja dafür da, dass man es nicht messen kann. Ja. Aus irgendeinem Grund bleibt mein Kopf auf dem Hals. Genau, und dann haben wir das vierte Weltbild. Und das sagt, es gibt eine Ursprünglichkeit von Welt und Mensch. Ja. Und diese Ursprünglichkeit existiert, jetzt kann ich im besten Fall noch sagen, ja, gefällt mir nicht, dann bin ich schon wieder drüben. Aber das Schlimme ist, der Grundstruktur von Welt und Grundstruktur von Mensch interessiert es überhaupt nicht, dieses Messen. Die ist einfach da. Ja. Ja. So ist es, glaube ich, mit jedem Lebewesen. Kein Baum rechnet sich vorher aus, in welche Richtung das er wächst, ja, sondern er wächst einfach. Genau. Das ist mit dem Körper ja nicht anders. Ja? Du bekommst ja die Möglichkeit durch das Verschmelzen zweier Menschen, ja, das kann man so nennen, ja, daraus entsteht etwas Neues, ja, und dieses Neue bekommt eine Möglichkeit, eine Art vorgegebenen Planung, wenn du so willst, ja, im Sinne der Genetik, wenn man das mal so möchte, ja, ich sag's mal so, aber dort kannst du nichts messen. Wie willst du da was festlegen oder messen oder normieren, ja? Du kannst maximal sagen, in einem Oberbegriff, Begriff Mensch, ja, sind wir alle in irgendeiner Ähnlichkeit gefangen, so kann man das sagen, ja, dass wir alle irgendwo ähnlich aussehen oder die ähnlichen Strukturen mitbringen, aber wir unterscheiden uns trotzdem alle voneinander. Also kannst du nicht sagen, dass das eine Normierung ist. Ja, das nennt sich ja in den Bewusstseinsebenen des Menschen der vital-energetische Bereich, dass irgendwoher die Zelle weiß, als Information, dass sie eine gesunde Zelle produzieren soll oder eine ungesunde produzieren soll. Ja. Ich formuliere es jetzt ganz bewusst so, dass wir die Energie dementsprechend nach außen tragen. Ich könnte wetten, dass die Industrie gerade im Nahrungsmittelbereich genau weiß, was sie tut. Klar wissen die das. Und es ist ja auch erstes Weltbild, rationale Welt, die überlassen nichts dem Zufall. Gar nichts. Die wissen schon, was sie tun, weil die müssen ja messen und daraus wieder aus dem Messen Ergebnisse ziehen und das wieder bemessen. Das ist erstes Weltbild. Nur wir haben auch die Situation, Entschuldigung, wenn ich da jetzt mal hineintauche, wir haben das mit dem Zinssystem, ist erstes Weltbild. Ja, selbstverständlich. Ja. Ich habe jetzt gerade im Zuge der Entwicklung für den WCOM 5, den ich bei mir jetzt mit reinnehmen werde, mich ganz intensiv mit Banken auseinandergesetzt. Und Ich darf dir sagen, das, was da draußen abläuft, ja, und so sehe ich das langsam, ich möchte diesen Satz jetzt einfach mal raushauen. Ja, ja, dann hau mal. Der Wert von bestimmten Dingen ist frei wählbar. Genau. Ja, und die sagen, ich bestimme den Wert, wählen das unter bestimmten Voraussetzungen, die ein bestimmtes Ziel verfolgen. Wenn also hier Produkte teurer werden, dann wird damit ein Ziel verfolgt. Ja, klar. Ganz logisch. In Frankreich drüben kostet, das ist 30 Kilometer von hier, in Frankreich drüben kostet der Sprit 1,59. Klar. Hier bist du bei 2 Euro. Ja. So, und jetzt frage ich mich, worin unterscheidet sich das Produkt? Gar nicht. Gar nicht. Ja. Nichts. Also muss es an dem System liegen, was den Wert festlegt. Und wer legt das fest? Kannst du sagen, es ist der Staat, kannst du sagen, es ist die Bank oder sonst wer. Aber nachhaltig gesehen, ja, ist die Wertfestsetzung in dieser 1, die Messgröße, ja, frei wählbar durch den, der sagt, so viel ist es wert. Genau. Und das ist die böse 4. Und da sind wir auf dem Weg, dass die böse 4 sich verabschieden wird. Nur die Herausforderung ist jetzt bitte, dass es dieses Mal da außen keinen Erlöser mehr gibt. Es durfte bis zum Jahre 2000 sein, dass Menschen sich hineingedacht haben, da kommt jemand. Seit dem Jahr 2000 ist es vorbei. Wenn wir in den Logen, ich meine hier nicht Freimaurerlogen, bitte nochmal, oder Geheimbünde, dort war klar, und in den Einreihungswegen ist es schon immer klar, es führt ein Weg von außen nach innen. Und diesen Weg suche bitte, dass es Einweihungswege genannt wird. Wir können sagen, wir nennen es ja Verbindung, wie immer wir es nennen. Es geht darum, dass wir
zur Stunde jeder ganz persönlich die Aufgabe hat, diese innere Erlösung zu suchen und sich so langsam und allmählich von diesem Gedanken, da wird schon wieder ein Trump auferstehen und er wird uns erlösen. Oder es wird ein Putin auferstehen. Alles noch dieses Alte. Unter Umständen, wenn du dir das so anguckst, auch der Hype, der damals um diesen US-Präsidenten gemacht wurde, ja, ich muss sagen, das hat mich am Anfang auch so ein bisschen angefixt. Ja, ja. Und, ich auch fand das cool, wie der das durchgezogen hat und was da abgelaufen ist. Und wenn du dann Q so ein bisschen verfolgt hast, ja. Dann hat das schon seine Berechtigung. Also das muss man ganz klar sagen. Nur das, was dann im Nachgang entstanden ist, ja, es sind ganz, ganz viele Prozesse am Laufen, an denen du mittlerweile ganz klar bemessen kannst, das ist ja das Witzige, ja, dass das, was da gemacht wird, ja, überhaupt nichts ist. Klar. Nur heiße Luft ist. Ob das ein Habeck ist, ob das ein Trump ist oder ein Putin oder sonst was, ja, all das, was hier momentan über den Äther läuft, wo man sagt, okay, da hat es jetzt irgendeiner wieder irgendwas irgendwie da draußen rausgehauen, dass der Wirtschaftsminister nicht weiß, was eine Insolvenz ist und so weiter, ja, und Millionen Gewerbetreibende praktisch vor den Kopf stößt, ja. Ja. Aus meiner Sicht ist das Absicht. Das ist Absicht, um dir ganz klar zu sagen, du kannst es vergessen. Genau, genau. So. Wenn wir eine Etage darüber gehen, da wird dir nicht helfen, will ich dir damit sagen. Ja, ja, darüber gehen und hineindenken. Es kommt diese große Veränderung von der bösen Vier weg zur guten Vier. Da könnt ihr machen da außen, was ihr wollt. Es geschieht. Und jetzt brauche ich Ausführende. Ihr könnt auch sagen Hampelmänner in unserem Fall. Die brauchst du, weil du brauchst jemanden, der das ausführt. Wie der Teufel hat seine Ausführungen. Ja. Wir haben die Dämonen und darunter die wesentliche Team auf diesem Planeten. Da kann sich oben einer hinstellen und sagen, ich habe die große Macht. Wenn der keine Ausführer hat, geschieht gar nichts. So ist das. Und so hat auch diese gute Energie Ausführer. Und so hat die böse Energie Ausführer. Nur mit dem Unterschied zur Stunde, dass sie von oben her keinen Nachschub mehr bekommen. Nur jetzt sind sie zur Stunde noch da und müssen noch zappeln wie die Fische, die schon aus dem Netz gezogen sind. Ja. Aber es kommt von oben kein Nachschub mehr. Was mir noch wichtig ist an dieser Aussage, das Ausführen, das kann nur in den ersten beiden Schritten erfolgen. Wie meinst du es? Nicht unter dem Setzen einer neuen Ideologie. Also das meine ich damit, dass man nur die Bewusstmachung durchführen kann und das reicht auch schon. Den Rest muss jeder für sich gehen. Und ich habe, wenn ich gerade an ein Sommer-Event denke, wenn ich an die Menschen denke, die dort drin waren, ja, was haben wir denn da gemacht großartig? Wir haben eine Halle gemietet, wir haben die Menschen zusammengeführt, wir haben dort ein Programm durchlaufen lassen, wir haben die Möglichkeit gegeben, mal live HD in Kontakt zu treten. Wir haben keine Abstriche gemacht, niemand hat sich auf den Podest gestellt, sondern war einfach einer da, der sein Wissen preisgegeben hat. Man hat zugehört, man hat mit vielen, vielen Menschen Kontakt bekommen. Und das war das, wo es mir da auch darum gegangen ist, dass wir diesen Impuls setzen und dass jeder daraus für sich einen Gewinn mitnimmt, den er intern mit sich in sein Umfeld transportieren kann. Und ich glaube, das ist uns mehr als nur gut gelungen. Und genau das meine ich auch damit mit der Ausführung, dass man über diesen Schritt hinaus nicht gehen darf. Ja, und ich habe ja auch beigewohnt, Michael, und ich darf mal das dritte Weltbild nehmen. Dort war eine, auch wieder gefährliches Wort, Schwingung, Empfinden. Das ist aber nicht messbar. Wir konnten kein Fieberthermometer in den Raum stecken und sagen, jetzt sind wir bei 38. Weißt du, was ich meine? Ja. Das kannst du nicht messen. Nein. Drittes Weltbild. Aber dort existierte Schwingung, gefährliches Wort, weil alle in einem mehr oder weniger Gleichklang waren, individuell. Ja. Und wenn dann so viele Gleichklänge individuell in einem Raum kommen, dann entsteht eine Energie, wo ich kein Fieberthermometer reinstecken kann, aber die ist da. Richtig, ganz genau. Ja. Ich glaube, das ist es auch, worum es hier gerade geht. Ja, weil
dieses ganze Spalten, dieses Abspalten voneinander, dieses Abspalten durch verschiedene Restriktionen da draußen, dieses Abspalten durch Ansichten, dieses Abspalten durch unterschiedliche Ideologien. Und du könntest ja ewig aufzählen, wo überall gespaltet wird. Ja. Das ist Ja. genau Michael, ich das. möchte noch ein Genau Bild jetzt das. eingeben. Moment, Weißt du, ein weil Satz dann. noch, ein Satz noch. Ja, Genau gerne. das war auch das Ziel des Ganzen, ja, dass man möglichst viele in die, ich sag's mal so, in die einsame Verzweiflung hineintreibt, ja, Verzweiflung, ja, dass du genau nicht mehr weißt, wo ist links, wo ist rechts, dass viele schon von sich aus gezwungen waren, in sich die Mitte zu finden, ja, anders ging es ja gar nicht mehr. Ja, wenn ich dann, also, mir angucke, wie viele Familien, wie viele Freundschaften kaputt gegangen sind durch die C-Zeit und sich alles neu orientiert hat, das sind genau diese Emotionen und genau diese Gefühle, die man dort hat, und die darf man nicht vergessen, weil das ist das Allerwichtigste, was man dort mitgenommen hat. Genau. Michael, ich möchte jetzt ein Bild bringen. Stell dir mal vor, ist jetzt nur eine Vorstellung, deswegen, es war ja eine, ich sag mal so 900 Leute waren ja da. Und diese Schwingung, und wir wären alle zusammen, daneben war ja ein Wald, und wir hätten alle Holz sammeln wollen. Stell dir mal vor, wie dieses Holz sammeln gewesen wäre. Ja. Verstehst? Wie groß Es wäre das Feuer geworden wäre. ein ganz anderes Holz sammeln gewesen als, ah, schau her, ich habe schon drei Stück. Ja, und wie lang sind deine? Ja. Es wäre ein ganz anderes Holz sammeln Ganz gewesen, genau. getragen von dieser Energie, die kein Mensch messen kann. Richtig. Gemeinsam. Ja. Genau. Also, und die Eins hätte. Also das erste Weltbild hätte dann sofort gefragt, wie viel Holz haben Sie denn schon gesammelt? Das zweite hätte dann die Symbolik bewertet, wie viel Scheite sind es oder wie hoch ist der Haufen. Ne? Und Genau. der dritte sagt aber, da war jemand aktiv. Genau, und das war's. Und du kannst es nicht messen. Das kannst du nicht messen. Genau. Ohne Genau. Wertung. Ja, genau. Es ist immer, das ist dann ohne Wertung. Und so lässt sich das bitte auch übertragen in den einzelnen Menschen hinein. Wenn er für sich mal sagt, das, was ich gerade tue, das liebe ich. Ja. Egal was es ist, dass er hier die Liebe mit hineingibt. Das kann ich liebe jetzt Auto zu fahren. Habe ich vor kurzem auch wieder gemacht. Ich liebe es zu essen. Dann, ich meine aber bitte nicht diese werdende Liebe, wenn du aufisst als Kind, dann liebe ich dich gerade, wenn du pünktlich zur Arbeit kommst, liebe ich dich als Chef. Das meine ich alles nicht. Ich meine diese Liebe aus dem Herzen heraus, wo sich dann alles wegschiebt der Bemessung. Ja? Ja. In vielen Einweihungswegen wird als um eine Stufe zu überwinden, braucht der Mensch die Liebe, sonst kommt er nicht in die nächste Stufe hinein. Ja? Und nochmal bitte, vielleicht nochmal hinein, weil es mir auch ein bisschen am Herzen liegt, dass der Einzelne beginnt zu sagen, nee, ich warte jetzt nicht mehr auf meinen Erlöser. Ich fange an, Schritt für Schritt, Stapfe für Stapfe. Wenn ich wieder in meinem Mentalen merke, es geht wieder los, dass ich einen suche, dass er sagt, hier wäre jetzt die Bibel, nee, kein ist ja die Auswärtsbewegung, die sagt, nee, kein, wir machen da nicht mehr mit. Ich nehme jetzt Abel, der diese Ruhe reinbringt. Ja, war jetzt rein biblisches Geschehen, weil in der Bibel ja kein die Auswärtsbewegung ist, dieses Aktive, dieses Rausgehen, was auch sein muss. Nur auf der anderen Seite haben wir Abel in uns, dass diese Beruhigung ist, diese Behütung unseres Mentalen. Und dort brauche ich dann den Abel, der diese Ruhe reinbringt, weil wenn ich die Ruhe reinbringe, dann kann ich nochmal hineindenken und übertragen, wo finde ich innere Erlösung, meine innere Erlösung. Und die beginnt mit der Wegnahme der äußeren Erlösung. Das ist richtig. Anderes Wort, innere Sicherheit. Wenn man es genau betrachtet, dann ist diese Jesus-Geschichte, und ich komme da jetzt mal aus dem komputistischen Bereich, Ja.
auf der einen Seite symbolhaft niedergeschrieben als eine Art Anleitung, den Weg der Erlösung für sich selbst zu gehen. Ja, ist es Nehmen wir es mal auch. so eine Art Modell, ja, dass du das selbst für dich machen kannst, ja. Und als zweites, und das ist jetzt das im Außen, ist es nichts anderes als die Darstellung der Zeit. Und zwar Zeit im Sinne von kalendarischen Abläufen, im Sinne von Einteilungen, ja, wo auch wieder Spaltung drin liegt, von Abläufen, Einteilung deines Lebens, Einteilung in Abschnitten, ja, in denen du dann im Sinne der Machthabenden dein Leben gestaltest, ja. Und ich sage das schon ganz oft, auch die Zeit in der Form, so wie es jetzt der gregorianische Kalender uns verkauft hat, ja, ist nichts, was in irgendeiner Form in der Natur zu finden ist, sondern es ist ein Konstrukt und dazu da, um Kontrolle auszuüben. Genau, erstes Weltbild. Erstes Messen. Weltbild, messen. Messen. Und die brauchten dieses erste Weltbild, weil damit konnte die beste Versklavung stattfinden. Es gibt es erst seit 1619. Vorher gab es dieses Denken nicht. Deswegen ist es ja für mich immer die große Herausforderung, wenn ich Texte nehme, die älter als 1916 sind, muss ich sofort umschalten und alles Ratio auf die Seite stellen. Wahrscheinlich kann sich niemand vorstellen, wie oft ich rausgegangen bin, weg von meinem Schreibtisch, weil ich wieder gemerkt habe, ich hänge wieder drin. Ja? Und rausgegangen bin, eine Runde gedreht habe und bis ich wieder klar war, im Sinne, och, vor 1960, nur Symbolik lesen. Es ist aber auch dann, daran kannst du halt auch ablesen, wie weit, ja, also wie weit diese, ich nenne das mal Manipulation, ja, im Sinne des ersten Weltbilds vorangetrieben wurde oder in welche Bereiche sie schon vorgedrungen wurde. Und mittlerweile ist es schon so, dass man, glaube ich, auch vor der C-Zeit jetzt erstmal gemerkt hat, wie weit man praktisch von diesen künstlichen Messungen, ja, korrumpiert ist, dass man gar nicht mehr merkt, wo ist meine Natur, wo ist meine Natürlichkeit, wo ist das, was in mir drin individuell etwas ausdrückt. Woran mache ich was fest? Wie oft vergleiche ich das, was ich tue, mit dem, was andere tun, ohne auf das zu gucken, was mir als Einzigartigkeit gegeben worden ist. Und genau das ist der Punkt, ja, um den es da letztendlich geht. Ja, wo man dann einfach letztendlich für sich etwa feststellen musste, die eigene Energie, die eigene Kraft, die eigene von Gott gegebene Zeit, die man hier zur Verfügung hat. Ja, und ich möchte mal klarstellen, dass Sekunde nicht aus Zufall Sekunde heißt. Es ist das Sekundäre, ja, es ist das Zweite. Die erste Zeit, die tickt hier. Ja. Und hör doch mal da drauf, in irgendeiner Form. Was sagt dir dein Körper gerade? Was sagen dir deine Gedanken gerade? Was für Ideen hast du gerade? Und je irrer sie sind, umso besser, sage ich immer. Ja? Wenn jemand zu dir sagt, du bist doch nicht normal, dann solltest du das als ein Kompliment auffassen. Weil nicht Norm. In der Genau. Lamron AG, rückwärts. Normal heißt rückwärts Lamron. Und ich habe früher mal gesagt, die sind in der Lamron AG, nicht normal. Bitte, was hattest du für eine Schulnote in Mathe? Ich auch. Weil das ist ja auch rational. Da haben jemand welche vorgegeben, den Schulplan. Danach musste sich das Volk orientieren und danach wurde gemessen. Erstes Weltbild. Und wehe, einer hatte ein anderes Denksystem. Nicht das rational-logische, wissenschaftliche Denksystem. Also ich habe Mathe geliebt, muss ich mal sagen. Ich auch. Dieses Denksystem war verpönt. Und dann war dein Kind schlecht in der Schule. Das muss man sich mal, was die mit den Kindern angestellt haben. Und Es immer ist noch schon anstellen. Und auch mit das mir hat. mit, ja, weil wir dann gesagt haben, boah, du musst dich mehr anstrengen, du musst dies machen, das musst du deinen Kopf kriegen irgendwo, ja. Und dann haben wir uns gewundert, warum es immer mehr mit Rechtschreibschwächen gibt, ja, oder Legastheniker oder wie das alles hieß, ohne dass wir da im Entferntesten auf die Idee gekommen sind, dass der einfach nicht ins System passt, ja. Ne? Aber es ist ja nicht das System schuld, sondern Nein. der Typ ist schuld, ja, weil der Genau, sich weil er nicht sich nicht anpassen kann. anpasst. Genau, Genau, weil er genau. nicht in die Norm geht. Genau. Und deswegen musst du ganz viele Pillen schlucken, weil ADHS ist ja ein ganz, ganz wichtiges Anzeichen dafür, dass du ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom hast, ja, nur weil du in irgendeiner Form nicht normal bist. Wer auch immer normal definiert hat. Weißt du, mir kommt jetzt gerade ein,
ich weiß nicht, wo im Urhebräischen ich das im übertragenen Sinn gelesen habe. Also geistig, richtig geistig Behinderte kommen wieder automatisch symbolisch in den Himmel, weil sie nichts falsch machen können. Ja. Ja? Ich sage ja, es ist, ja, also drüber nachdenken, ich habe wirklich viel Zeit damit verbracht, mir das auch von außen dann erstmal anzuschauen. Ja, weil das ist, glaube ich, vielen so gegangen, dass sie erstmal auch plötzlich gemerkt haben, hey, ich nehme mich da einfach mal raus und ich gucke mal von außen so drauf, ja, oder von oben, ja, dass es so eine Vogelperspektive ist, und dann einfach mal so dich betrachtest, wie du da drin rumspringst und was du alles für einen Quatsch machst, ja. Wo man sich einfach dann fragt, ja, wie hat das irgendetwas damit zu tun, oder wie kann das irgendetwas mit mir zu tun haben letztendlich, wenn man ständig irgendwie seine Energie nach außen richtet und sagt, da muss ich das machen, da muss ich das, dann muss ich das, dann das, dann das, dann das, kommt es gar nicht mehr zu dir. Und wenn man sich genau anschaut, ja, dann stellt man auch fest, dass immer mehr Zeit, ja, vom System belegt wird. Ja. Ist ja auch Ziel. Zwei Jobs brauchen, um sich durchschlagen zu können. Und Hauptsache die Kinder gleich ab in den Kindergarten und möglichst bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag am Wochenende nur noch heimholen am besten, ja, damit ich meine Jobs machen kann, damit ich die Familien durchkriege in irgendeiner Form. Ist alles geplant. Und, alles große Vier. Alles geplant. Und ich sage es nochmal, das liegt an der Wertschätzung, der Wertbemessung derer, die sagen, wir können den Wert festlegen. Ja, genau. Das könnte man komplett anders machen. Ja. Man könnte den Wert dieses Geldes da draußen so festlegen, dass du 4 Jahre nicht arbeiten musst und ein Jahr arbeiten gehst. Das könnte man tun. Genau. Das ist überhaupt kein Problem. Da wären wir wieder bei 4-1. Ja. Ja. Aber das wäre gar kein Problem. Man müsste es nur wollen, ja, in irgendeiner Form. Und dann. Ja. Wir dürfen aber bitte, Michael, jetzt auch nicht ungeduldig sein, weil es hat begonnen. Und diese böse 4 wird sukzessive weggenommen. Nur hier dürfen wir wieder nicht mit dem ersten Weltbild rein und sagen, wann ist denn soweit? Jetzt wollen wir doch messen, ich will jetzt wissen, wann. Ist ja wieder. Diese Auskristallisierung findet in Zeitenrhythmen statt, weil sie nicht an die Messenszeit sich richten kann. Und deswegen dürfen wir hier bitte auch sagen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich glaube, es ist mir in letzter Zeit passiert, dass ich gar nicht mehr weiß, welcher Tag ist. Gut. Hervorragend. Ja. Ja. Ich war ja in Uhrzeiten. Ich habe früher so gerne Uhren getragen. Ich weg davon. Ja, ja. Das ist absolut weg. Und bitte auch, es heißt ja, in allen Traditionen, ob wir Urhebräisch reingehen, ob wir Taoismus, Buddhismus, Hinduismus, hermetische Tradition reingehen, immer sprechen die von dieser Jetztzeit. Warum wohl? Weil das eine Zeitqualität ist, die dem Menschen hier auf Erden gegeben ist und in der sie auch aufhalten darf. Nur große Gefahr für das erste Weltbild. Ja. Dann werden die ruhig. Und die dürfen nicht ruhig werden. Ja. Gut, sie nichts mehr. Ja. Den muss man den ganzen Tag das Zeitfenster immer mehr verringern, dass sie immer mehr hinterherlaufen müssen, damit sie nicht denken. So, wir müssen auf die andere Seite kommen und sagen, mach ich nicht mehr mit. Ja. Ich mach einfach nicht mehr wenn mit. Wenn dann nur noch so, wie ich das festlege. Ja. Ja. Und bitte uns beiden ist sehr bewusst, dass viele zur Stunde auch beruflich in einer Knechtschaft sind, wo sie momentan noch nicht rauskommen. Wir arbeiten dran. Dass wir das auch gesagt haben. Nur die Energie von oben ist abgeschnitten. Wir wissen nicht, wann bestimmte Auskristallisierungspunkte kommen. Sie bekommen von oben keinen Nachschub mehr. Das kann ich mit wirklich großer Sicherheit sagen. Und das ist auch meine große Freude dabei. Ja, dazu zu gucken. Das macht auch Spaß. Ja. Okay. Bernhard. Michael. Du hast einen Infoabend am kommenden Mittwoch. Mittwoch, genau. 19:30 Uhr. Genau. So, denke ich ja auch. Also ich habe es jetzt schon mal reingestellt und ihr werdet es ja auch nochmal reinstellen. Ich hänge das zum Video mit dazu. Das lade ich nachher noch hoch. Und wir dürfen dich auf der Volition von 4.11. Genau. bis 6.11. Ebenfalls begrüßen. Genau. Und du wirst dort auch einen Vortrag halten, ganz speziell über die 1-4-Verbindung. Genau. Und ich darf an der Stelle schon mal sagen, danke dir, ja, dass du deine Zeit dafür hergibst und dass du nochmal bereit bist, dort aufzutreten. Von daher
freue ich mich schon ganz speziell, Genau. ganz, ganz, ganz besonders drauf, weil das war letztes Mal schon speziell und ich denke, das wird es auch diesmal wieder werden. Und vielleicht müssen wir Schnee räumen mit der Energie alle zusammen. Vielleicht machen Das wir das. wär's doch. Das wäre doch, genau. Und wenn ich Nicht nur einen Holz Schneeball sammeln, wegwerfe, Hauptsache es ist sondern weg. Schnee räumen zusammen alle. Beschrei's nicht. Ich wünsche uns 20 Grad. Okay. Also, alles Liebe, Gute auch an die, die uns begleiten und mit uns sind. Ja? In diesem Sinne, Bernhard, In diesem großen Sinne. Dank, ja? War mir eine Ehre. Auch, ciao.